Haben Sie eine Excel-Datei empfangen, können Sie diese, vorausgesetzt Sie haben eine passende App dazu, auch bearbeiten. Ich empfehle Ihnen hier direkt die Excel-App von Microsoft zu verwenden. Noch eine kleine Anmerkung vorab. Mit der kostenlosen Excel-App können Sie natürlich nur die grundlegenden Funktionen von Excel nutzen. Sie könnten aber beispielsweise durch ein kostenpflichtiges Upgrade den Funktionsumfang um ein Vielfaches erweitern. Empfehlen tue ich Ihnen dies aber nicht, da Sie zum Beispiel mit einem Office-Abo für den PC wesentlich besser fahren. Vor allem deshalb, weil das Arbeiten auf einem Desktop-PC wesentlich komfortabler, effizienter, schneller und vor allem viel einfacher ist. Aber für kurze Bearbeitungen können Sie durchaus auch, so wie hier gleich gezeigt, die Excel-App auf Ihrem Smartphone nutzen. Zum Öffnen einer Datei, in Excel auch Arbeitsmappe genannt, tippen Sie diese einfach im Chatfenster kurz an. Wählen Sie dann die Excel-App und tippen anschließend auf nur einmal. Die Datei, also Arbeitsmappe, wird geöffnet und angezeigt. Drehen Sie Ihr Smartphone so, dass die Tabelle im GIF-Format angezeigt wird. Tippen Sie dann unten die Zelle F22 an. Geben Sie oben in der Bearbeitungsleiste die Formel Gleichheitszeichen B22 minus E22 ein. Haben Sie die Formel eingegeben, tippen Sie auf das grüne Häkchen rechts oben unterhalb der Bearbeitungsleiste. Das Ergebnis der Berechnung wird in der Zelle F22 angezeigt. In der Bearbeitungsleiste sehen Sie, da die Zelle F22 noch aktiv ist, also markiert ist, die entsprechende Formel dazu. Schauen Sie sich die Tabelle ruhig noch einmal kurz an. Haben Sie auch das getan, drücken Sie hardwareseitig die Zurücktaste auf Ihrem Handy. Die Datei wird automatisch gespeichert und geschlossen. Und Sie kehren dadurch automatisch zum Chatfenster von WhatsApp zurück.